Was sagst du? Ne? Machen sie es oder machen sie es nicht? Spiel fällt aus. Sehr nett. So, Game On. Black Pearls im Maya 1 Center und Tonne. Mongo Center und Tonne 1 von den Fingers besetzt. Out bei den Pearls. Die Tonne hat es am Bein. Maya 1 auch. Nur noch einer von den Black Pearls. So, Center von den Fingers jetzt in Maya 2. Nur noch so. Jetzt aber auch die Fingers im T-Pack 1 vom Tall Cake gemoved. Und der dritte gegangen. So, das Ding geht mal mit einem 3-0. An die Fingers. Und heute wird sich auch liebevoll um mich gekümmert. Der Tobi von den Mad Dogs ist gerade hochgekommen und bringt mir gleich ein Käffchen. Ist das nicht nett hier? Heute wird an mich gedacht. So, wird trotzdem noch geballert von den Fingers. Die Kommunikation ist für einen Eimer gerade. Müssen sie sich aber nochmal echt bequatschen. So. Schieß aufeinander. Oh, da kam aber nicht der Call, dass es ein Homerun ist. Oh, nächstes Spiel haben wir Mad Dogs gegen Incolores. Bitte? Schwarz. Und ohne Zucker. So. Das fällt auch noch aus. So, alle drei live von den Fingers. Ein sehr guter Start. Nur Leute, unterhaltet mal ein bisschen hier mit im Chat. Wir sind ja schließlich schon 29 Leute hier drin. Wenn schon so viele sind, wie gesagt, tragt euch hier ein, gebt euren Senf dazu, gebt den Tagessieger an und dann könnt ihr hier wunderbare Gewinner abstauben aus der Überraschungskiste. Ich danke dir, mein Süßer. Und dann geht er rund, ne? So, wir haben jetzt... Oh, Tobi, deine Jungs. Setz dich dazu, kannst mitgeben... Kannst du ja mal was zu deinen Jungs sagen? Meine Mädels spielen. Deine Mädels spielen jetzt von rechts und zwar gegen Incolores, die auch ihr erstes Spiel schon 2-0 gewonnen haben. Ja, Incolores ist generell stark geworden. Oh, das ist frischer Kaffee, der ist heiß. Ja? Ja. Nee. Damit er heiß wird. Ja, sauber. Haben viel trainiert, deine Jungs, glaube ich, ne? Oder? Warte, ja, so die faulen Jungs. Also die Jungs haben eigentlich... Sie haben mehr trainiert wie die Pros. Also. Ja, die Pros wieder. Ne? Einmal im Monat vorm Spieltag Training ist dann. Oh, da gab es wohl irgendwo Luftprobleme, aber nicht von den Spielern auf dem Feld. Ja, ist jetzt so gesehen euer Nachwuchs, den er da ranzieht. Das ist jetzt unser Nachwuchs, ja. Nicht zu überhören. Ach, Scheiße, habe ich schon wieder den Maulkorb für euch vergessen. Ja, verdammt. Verdammt, Scheiße. Dann sind alle ihre erste Saison. Ja. Aber dafür haben sie sich auch noch nicht schlecht geschlagen, muss man sagen. Ich denke mal, ich kann machen. Ja. So. 10 Seconds laufen. Start in beiden Centers, wie es aussieht. Oder ein M-Move könnte bei euch sein. Wie es aussieht. Ja, M-Move von den Maddox. Center, Tollcake und Snake Corner besetzt von Incolores. M sauber besetzt von den Maddox. Aber am Knie erwischt. Und
G2 bei den Maddawks schon. Nur noch der Snake Corner. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt mal gucken, wie euer Welpe sich da schlagen kann. Nein, jetzt hat es ihn auch kassiert. Das war das G3. Schade, schade. Man sollte halt vorher überprüfen, ob die Kiste funktioniert, ne? Ja, dazu hast du ja noch vor den 10 Seconds die Möglichkeit. Ja, das war jetzt eine dumme Aktion. Sauberer Start von Inkalorious. Starten genauso stark wie das letzte Mal. Haben wir das letzte Mal den ersten geschossen. Kannst du mir vielleicht sagen, warum Sunshine Players und Headshots nicht vertreten sind? Keine Ahnung. Weil da kam bis jetzt noch keine Info bei mir an. Weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass bei den Headshots letztes Mal der Ältere, der Vater von... Ah ja, der hatte ja ein Knieproblem. Der hatte sich irgendwas, ne? Mit seinem Bein. Ja. Und das die haben ja, sind gesehen. Halt nur zu dritt und sie haben halt keinen Auswechselspieler. Das ist natürlich dann ärgerlich. Das ist natürlich mies. Ja, ich denke mal daher wird der Wind. Weil ASP, keine Ahnung. Deswegen wird es heute so frisch sein, weil ASP unsere Sunshine Players nicht da sind. Das ist natürlich Rehang in Calorious. Outcall. Okay. Und ein 1-for-1 haben wir heute schon gesehen. Bei wem? Ich glaube, das war jetzt... nee, AOP war es nicht. Ich glaube, es war gegen die 8-Balls. Ja, es war gegen die 8-Balls. Da wurde der Center gezogen. Ne, der Center hat einen kassiert am Hopper wohl irgendwie und dann wurde der Snake Corner gezogen. So, Inkalorious gewinnt 2-0. So, nächstes Spiel, Smoking Balls gegen die Cottbusser Wölfe. Alex, wenn du willst, kannst du auch einen Tipp abgeben für den Gesamtsieg. Also, erklären Sie ihm gerade, dass er mit einer Gun rumzufummeln hat beim Spielen, dass er deshalb gezogen wurde. Ah. So, Tipps könnte abgeben für den Tagessieg. Vor dem Spiel funktioniert, guck, ob sie funktioniert. Könnte ein Gewinnpaket von den Supply-Jungs abräumen mit Überraschungen drin. Und IB wäre aber schon weg, weil Sascha den schon abgegeben hat. Also Alex, wähl was anderes. Oder du gehst diesmal leer aus, wenn du für IB bist. Ansonsten tippen. Ich würde mal sagen, 30 Leute jetzt schon drin. Sauber. Na gut, wir machen ja auch immer alle fleißig Werbung. Ich denke mal, die anderen ja auch alle. Ja, ich habe jetzt gerade eben schon wieder bei Facebook rumgespammt. Ja, ich habe auch bei Yappi gespammt. Schöne Yappi-Community. Ja. Ich glaube, da bin ich auch noch. Peinlich. Die Jugendsünde, ne? Ja, genau. Aber eigentlich kommen noch drin, aber hin und wieder mal einen Spruch reinmachen, das ist okay. So schön die Credits verticken, ne? Schenkst du mir einen Geldbaum? Was für ein Ding? Ein Geldbaum. Ein Geldbaum? Ja, die haben auch einen Geldbaum. Aber für Leute, die das sehr doll lieb hast, einen Ehering, ne? Na, super. Ja, vielleicht kann ich mal mein Frauchen mal so einen richtigen schenken. Ist Frauchen zu Hause oder hier? Der ist beides dasselbe. Get ready for 10 seconds! Oh. Smoking Balls von rechts gegen die Wölfe. Eins. Ja. Smoking Balls von rechts mit dem Center wieder. Dieser Ball macht wahrscheinlich einen Sitz im Center, jawohl. Schön auf der Backline, der Center bei den Wölfen stehend. Sehr schön den Schatten genutzt. Tempel ist Tonne jetzt auf dem Tollcake bei Wölfen. Maya 1 besetzt. Center geht jetzt in die Tonne. Smoking Balls haben Tonne 1, Center und Maya 1 besetzt. Jetzt kommt der Check. G1, Cottbusser Wölfe, Tonne ist geflogen. So, Maya 1 in Snake Corner. Bei den Balls. Oh, Kommunikation sehr schön von der Dame von den Smoking Balls. Tall Cake jetzt von den Wölfen in T-Pack 1. Jetzt geht er gleich von der Seite. Ja, nutzt aber schön den Schatten von dem T-Pack aus. So, die Tonne von den Smoking Balls jetzt in den Tollcake. T-Pack 2 von den Wölfen besetzt. T-Pack 3 startet jetzt durch. Und hat einen Center am Fuß erwischt. Sauber. Schön von der Seite bekommen. Ja. Hat den nur noch. Beachtet. Nur so, Maya jetzt auf die 2. Maya 2 gegangen bei den 2, Wölfen. Tollcake gegen Snake Corner. So, jetzt kommt der Cottbusser Wolf übers T-Pack and Smoking Balls. Ja, das ist übel, weil der große Tempel in den 50s verdeckt die Sicht. T-Pack 3, Smoking Balls. Ja. Nein, hat er nicht erwischt. Smoking Balls wird die Snake gerannt.
Pack-Check bei den Wölfen und ist outgecallt. Smoking Balls mit dem ersten Sieg, wenn der Player jetzt clean ist und die Zeit noch passt, wenn er sich nicht zu viel Zeit lässt. Ja, jetzt laber nicht rum. Renn zurück an die Homebase. Sonst ist die Zeit weg und du ärgerst dich wieder. No? Nicht diskutieren. Oh, Jung. Also Thomas, du musst deinen Jungs in der Hinsicht noch was beibringen, dass sie erstmal nicht meckern sollen, wenn dann nach dem Spiel, ne? So Leute, tippen. Ganz schön frisch heute, wa? Ey, hör mir auf. Ich hab jetzt ein T-Shirt drunter, ein Sweater und den Windstopper hier, aber es bringt momentan nichts. Werd mir wahrscheinlich nachher noch die Decke von Thomas aus dem Auto holen. Für die Bähnchen. Oder meinen Schlafsack gleich. So, Player ist Benefizveranstaltung fahren. Oh. Smoking Balls mit I'm Alive. Nächstes Spiel, Farbe vor Talent gegen AOP Youngblood. Die Eisbären machen heute bei MB Paintball Benefits Gaming Day. Ja, habe ich schon gelesen. Ja, ja, Alex, du mich auch, Alter. Du sitzt ja hier nicht. Du sitzt bestimmt genauso wie andere auf dem Sofa, schön mit dem Kaffee in der Hand. Der Kaffee kühlt hier bei uns innerhalb von 2 Sekunden auf dem Eisblock. Was sagt denn Temperatur hoch jetzt gerade? Also Temperatur sagt nur noch 1 Zentimeter. Hinten raus? Ja, so ungefähr. Ja, schön, Alex, auf dem Balkon. Was für einen Balkon hast denn du, Alter? Bist du in der Adria oder was? Wie viel? 9 Grad haben wir es hier. Ja. Aber die haben heute noch ein bisschen Regen angesagt, ne? Ah, Sascha, du Arsch, ja, bestimmt auch noch mit einem Bierchen, ne? Nein. Sascha, von den Fingers kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Du sitzt natürlich wieder mit dem Leppi im Bett, der Assi. Holger hat sich ja das letzte Mal vor seinem 50-Zoll-Fernseher schön auf der Couch breit gemacht. Und hat sich das Ganze angeguckt. Na, ich hatte mit Basti auch meinen Spaß bei der ersten Bulli. Und bei der zweiten. So, AOP von links. Farbe vor Talent. Fehlt jemand? Ein Tactical Timeout habe ich noch nicht gehört. Gespannt. Wenn du willst, greif den Schokocookie weg. Jo. Die Dinger sind verdammt lecker. Passt zum Kaffee. Ja, schön aber eintunken. Weißt du, was ich interessant Timeout. Finde? Dieses ja. Layout von London. Ja. Das sieht ja mal sehr porno aus. Ja. Es gab ja auch schon von manchen Seiten so einen bösen Spruch wegen Paris. Na, bauen sie denn ein Kreuz auf für Paris? Ich weiß nicht, was für ein Kreuz gemeint ist. Na, geht mal ein Kreuz aus. Ja. hier ist schon 30 Grad in der Sonne. Sag mal, wo seid ihr alle? Ey. Also wir haben Wind und gefühlte 0 Grad. Jo. Also, letztes Mal konntest du hier morgens schon Schnitzel auf der Blechpfanne grillen hier über uns und heute frierst du die Eier ab. Oh. So, guck mal einer. Ja, ein Timeout wurde gerade gebrüllt. Oh. Leute, die jetzt dazu gekommen sind, meldet euch im Chat an mit dem Pseudonym, wie ihr wollt. Gebt euren Tipp ab für einen Gesamtsieg. Schickt das nochmal an team@smokingballs.de mit eurem Pseudonym aus dem Chat, dem Tipp, richtigen Namen und Anschrift. Dann könnt ihr ein Gewinnpaket gesponsert vom Paint Supply abstauben, wo viele Überraschungen drin sind. No? Immer wieder schön, dass die Jungs sowas zusammenstellen. Immer wieder viel Spaß. So. Oh, 10 Seconds. So, AOP rennt ins M. T-Pack Corner, Maya 1 besetzt. Alle Spieler live, Farbe vor Talent im Maya 1, Tippy Corner und Center. Maya 1 von Farbe vor Talent jetzt auf dem Snake Corner. Und ich sehe noch alle Spieler live. Jetzt ein bisschen verfahren die ganze Sache. T-Pack Corner nimmt jetzt das M auf den Korn. Oh, Snake Corner von Farbe vor Talent ist clean gecheckt. Farbe vor Talent ist in der Snake 1. Ja, sauber. Wahrscheinlich gleich. Ja, Headshot! Von seinem eigenen Mann AOP abgeknallt worden. Der T-Pack Corner. Nee. Er hat von der Seite vom T-Pack Corner gegen die Maske gekriegt. Das gibt natürlich gleich noch einige Differenzen. Oh, nur noch T-Pack Corner, Snake M besetzt von AOP, Snake, G1 auch bei Farbe vor Talent, 2 gegen 2, jetzt T-Pack 1 Farbe vor Talent besetzt.
Der zweite geht, wurde von der Snake geschenkt. Farbe vor Talent in T-Pack 2 und nimmt jetzt Embed. Ja, da gab es noch auf die Fingerchen. Hier ist NRW, ne? NRW ist ja sauber. Sogar Leute aus dem Port. Musik. Oh, jetzt werden wir schon gespammt. Ich glaub's ja. Sowas haben wir hier natürlich nicht gerne. Wenn's möglich ist, Thomas, bitte bannen. Dankeschön. So, Time. Fabel vor Talent wurde aber noch ein Spieler gezwungen. Nur noch einer. Und alles passt. Hier, nach mir wurde gerufen. Ich glaube, von Thomas. Die Quicke geht nicht. Er versucht über Quicke zu erreichen. Ja.